Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir kommen jetzt im DSH-Vorbereitungskurs zum Hörverstehen zum letzten Teil. Thema Orientierung versagt. Vom Fabuda Verlag auf Seite 10. Nummer 14. Olga, wie erklären sich die Forscher das Phänomen des Im-Kreis-Laufens? Sie erklären das so, dass unser Gehirn Richtungsinfo braucht. Richtungsinformationen braucht, gut. Ja? Unser Gehirn, schreiben Sie einfach, unser Gehirn braucht zusätzliche Richtungsinformationen. Unser Gehirn braucht zusätzliche Richtungsinformationen. Um sich orientieren zu können. Machen wir einen Nebensatz. Um sich orientieren zu können. Und vor dem Umzusatz ein Komma, ja? Also, was sind diese Richtungsinformationen? Was braucht unser Gehirn also zur Orientierung noch? Jetzt die Beispiele. Das braucht zum Beispiel Berge oder Gebäude. Unser Gehirn braucht zur Orientierung Richtungsinformationen, zum Beispiel Gebäude, Berge oder eine Kirchturmspitze oder die Sonne. Ja? Unser Gehirn braucht zur Orientierung Berge, Gebäude einen Baum. Oder und so weiter, Sonne und Mond, ja? Nummer 16. Was passiert, wenn diese Orientierungshilfe fehlt? Wenn diese Orientierungshilfe fehlt, läuft man im Kreis. Wenn diese Orientierungshilfe fehlt, dann läuft der Mensch im Kreis. Oder dann laufen wir im Kreis. Wenn diese Orientierungshilfe fehlt, läuft mit A Umlaut, läuft der Mensch im Kreis. Punkt. Dankeschön.